Leverkusen Atletico Madrid. Real Madrid Galatasaray. Atalanta Man City. Sterling, was ist das? Die UEFA Champions League. Live auf DAZN. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem weiteren Video zum FIFA 20 Karrieremodus. Und zwar gab es ja schon nach dem Release vom FIFA 20 Karrieremodus vieles, was diskutiert wurde. Hashtag Fix Career Mode und so weiter ging ja da voll durch die Decke, weil der Karrieremodus einfach komplett broke war. Ich für meinen Teil habe da jetzt nicht unbedingt viel zu gesagt, außer das Ganze, beziehungsweise nicht unbedingt das ganze Ding, weil es war wirklich sehr viel kaputt. Ich habe einen gewissen Bug angesprochen in meiner Manchester United Karriere. Das Video hat auch, muss man sagen, viele Klicks bekommen, aber ich habe es mir eben gespart, so ein richtiges Extra-Video zu machen, wo ich jetzt 20 Millionen Dinge anspreche, die im Karrieremodus falsch laufen. Man muss sagen, es hat sich ein bisschen was geändert, aber es gibt immer noch so viele Dinge, die am FIFA 20 Karrieremodus verblödet sind, dass wir jetzt endlich hier angekommen sind. Die, lasst mich mal kurz nachzählen, Leute. 1, 2, 3, 9 dümmsten Dinge im FIFA 20 Karrieremodus und genau die werden wir uns heute anschauen. Keine Sorge, Leute, es ist wirklich so gut wie jeder Bereich in diesem Video abgedeckt. Aber falls ihr noch irgendwas haben solltet, was ihr beim FIFA 20 Karrieremodus spielen bemerkt habt, was wirklich komplett verblödet ist, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir immer wieder sehr, sehr gerne Bilder von euren Karrieren schicken, von irgendwelchen Momenten auf den Social Medias. Dort heiße ich jeweils auf Twitter und Instagram @TheRealDGTV. Bevor wir ins Video reinstarten, mit dem ersten Punkt, vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Mir geht so ein bisschen die Puste aus und wir legen jetzt los mit dem ersten Punkt. Und zwar beginnen wir dann mit dem ersten Punkt. Es ist im Vergleich zu den Dingen, die danach noch kommen werden, relativ basic, aber es ist auf der anderen Seite halt wirklich verdammt unrealistisch, weil sowas in echt niemals passieren würde. Ja, es ist der Karrieremodus, aber trotz alledem ist es verdammt unrealistisch, denn der FC Bayern München ist in, ja, FIFA 20 drin, sollte, denke ich mal, relativ klar sein. Aber es gibt noch eine andere Mannschaft, die ebenfalls FC Bayern heißt, in der dritten Liga, und zwar ist das eben der FC Bayern 2. Für die Leute, die nicht den richtigen Plan haben, was die zweiten Mannschaften bzw. Amateure von solchen Bundesligisten wie bei München angeht, den versuche ich das Ganze zu erklären, denn es ist maximal möglich, zwei Ligen unter der ersten Mannschaft zu spielen als zweite Mannschaft. In dem Fall, der FC Bayern spielt in der Bundesliga und der FC Bayern 2 so gesehen als Maximum, so wie es jetzt gerade auch der Fall ist, in der dritten Liga. Das heißt, ein Aufstieg in die zweite Mannschaft, in die zweite Liga wäre gar nicht möglich. Trotz alledem ist es aber so im FIFA-Karrieremodus, dass man mit dem FC Bayern 2 auch einfach in der Bundesliga spielen kann. Untereinander erstmal muss man sagen, ist es auch nicht möglich, irgendwelche Spieler herumzutransferieren, obwohl es immer noch der gleiche Verein ist. Ihr könnt es eben so machen hier im Karrieremodus, dass ihr den Verein direkt in die Bundesliga tut oder eben euch in die Bundesliga kämpft, aber im Endeffekt ist alles davon wirklich verdammt unrealistisch und eigentlich richtig blöd. Für den nächsten Punkt sind wir jetzt hier richtig in der Karriere drin, denn es geht um die sinnlosen Laien. Dafür muss man nämlich einfach nur einen kleinen Blick auf die Transfer Übersicht werfen und man sieht schon wirklich überall, beziehungsweise nicht überall, aber immer mal wieder hier und da eine Laie, die in echt wirklich gar keinen Sinn machen würde. Vor allen Dingen, wie ich finde, nervig an der ganzen Sache ist einfach der Fakt, dass die meisten Sachen wirklich immer noch im Karrieremodus drin sind. Das heißt, dieses Phänomen, dass beispielsweise jetzt hier RB Leipzig Nkunku einfach mal, nachdem sie ihn verpflichtet haben, verleiht, dazu kommen wir dann auch später nochmal, denn das, muss ich sagen, regt mich jetzt gerade komplett auf. Das ist nicht seit gestern bekannt, das machen die Vereine wirklich seit Jahren im Karrieremodus, dass sie teilweise eben hier Spieler, die sie gerade erst verpflichtet haben oder Spieler, bei denen es wirklich so gut wie gar keinen Sinn macht, sie zu verleihen, eben einfach an irgendeinen beliebigen Verein verleihen. Passenderweise, nachdem ich hier gerade gesehen habe, dass RB Leipzig Nkunku, den sie gerade auch erst in der Sommertransferphase verpflichtet haben, verliehen haben, kommen wir zum nächsten Punkt, der mich so dermaßen aufregt, Leute. Das ist unfassbar. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass andere Vereine das können. Denn es ist immer noch nicht im Karrieremodus möglich, einen Jugendspieler oder einen Spieler, nachdem man ihn verpflichtet hat, danach zu verleihen. Es ist einfach immer noch nicht möglich. Aber andere Vereine im Karrieremodus machen es, Mann. In dem Sinne ist es so dermaßen unrealistisch. Man kann nicht als Verein, so wie es viele Top-Vereine auch in echt gemacht haben, über Jahre hinweg, sei es Bayern beispielsweise mit Gnabry, sei es Chelsea mit unendlich vielen Beispiel, dass man einen Spieler verpflichtet und danach direkt verleiht. Vor allen Dingen auch bei Jugendspielern so dermaßen sinnlos. Das heißt, man muss sie ein komplettes Jahr
Jetzt habe ich mich am Tisch gestoßen. Aua. Okay, wir haben sie. Man muss sie aber einfach ein komplettes Jahr bei sich behalten. Und das ist so dermaßen sinnlos. Und ich meine andere Vereine. Der Computer kann es doch selber. Warum soll man es als Spieler nicht können, nachdem man einen Spieler verpflichtet hat oder einen Jugendspieler in die erste Mannschaft hochgezogen hat, diesen direkt wieder zu verleihen oder nach einem halben Jahr zu verkaufen? Warum ist das nicht möglich? Ich meine, das war früher sogar möglich. Und es ist einfach mittlerweile nicht mehr möglich. Och, Leute, gib mir Kraft. Ich kann nicht mehr, ey. Kurzer Einschnitt an der Stelle, und zwar ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass man in FIFA 20 im Karrieremodus die Jugendspieler tatsächlich, nachdem man sie hochgeholt hat, verleihen oder verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite bleibt eigentlich die Kritik immer noch bestehen, da das bei echten Spielern immer noch nicht funktioniert. Wenn wir schon gerade beim Aufregen waren, können wir direkt weitermachen. Und zwar, denke ich mal, kennt jeder von euch die Situation da draußen: wenn man einen Spieler verkauft hat, bekommt man nicht die hundertprozentige Summe auf sein Transferbudget, und es gibt immer eine gewisse Anzahl an Prozenten, die eben der Vorstand für sich nimmt. Und die Frage, die sich hierbei stellt, ist: Was in Gottes Namen macht der Vorstand mit diesem Geld? Du hast ja gar keinen Einblick darauf. Ja, klar, es gibt so dieses alibimäßige Managerleben. Du hast irgendwelche Kosten, Reisekosten, Transfers, sonstige Trikotverkäufe, hast du nicht gesehen, aber das juckt gar nicht, weil das einzige Budget, was du verwaltest, sind Transfer- und Gehaltsbudget. Da juckt mich nicht, wie viel eine Reise kostet oder sonst was. Problem hierbei ist nicht mal, dass es unrealistisch ist, sondern dass man einfach keinen Plan hat, was mit diesem Geld passiert. Es ist unnötig. Du könntest es rauslassen, weil du sowieso mit diesem Geld gar nichts anfangen kannst. Wirklich richtig gar nichts kannst du damit anfangen. Du siehst aber auch nicht, was damit passiert. Der Karrieremodus ist so dermaßen basic, aber versuch mit solchen Aktionen irgendwie so ein bisschen davon wegzugehen, obwohl, wie gesagt, mit dem Geld halt gar nichts passiert. Die nächsten beiden Probleme sind allzeit bekannt, aber wir beginnen erstmal mit dem ersten, und zwar dreht sich dabei alles um die Vorverträge. Wenn der Vertrag von irgendwelchen Topstars ausläuft, wie in dem Fall Luka Modric, Christian Eriksen, hast du nicht gesehen, wenn du das Geld hast, dann kannst du die auch allesamt verpflichten. Du brauchst nur das Geld, du könntest in der Kreisliga spielen. Wenn du aber Millionär wärst, im FIFA-Karrieremodus kannst du damit Modric, Eriksen und jeden anderen beliebigen Spieler holen, dessen Vertrag ausläuft. Ist das Ganze realistisch? Nein. Macht es in irgendeiner Art und Weise, irgendwie, egal wie man es betrachtet, Sinn? Nein. Ist es einfach nur komplett verblödet und seit Jahren immer wieder das Gleiche? Ja. Und das Gleiche gilt für den nächsten Punkt, denn das sind die Freigabesummen. An sich finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache, weil es im Karrieremodus ein bisschen mehr Realismus gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so dermaßen unrealistisch, wenn man etwas fortgeschrittener ist in der Karriere. Und Spieler wie beispielsweise Vinicius war immer eines der Paradebeispiele in FIFA 19. Der hatte eine Freigabesumme gehabt, aber weil der Vertrag so dermaßen lange lief und im Karrieremodus kein Verein den Vertrag verlängert, bis er nicht ausgelaufen ist die Freigabesumme nach 5 Jahren oder wie lange der da auch immer bei Real Madrid geblieben ist, irgendwann tatsächlich geringer als der Marktwert. Und das macht gar keinen Sinn. Wenn man sich Freigabesummen echt anschaut, dann sind das Summen, die dazu dienen sollen, dass man einfach den Spieler überhaupt gar nicht bekommt. Wie wenn beispielsweise Benzema eine Freigabesumme von 1 Milliarde Euro hat. Okay, die finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Der eigentliche Sinn von den Freigabesummen ist im Karrieremodus quasi gar nicht gegeben. Und so macht es den Karrieremodus auch viel zu einfach, weil die Frage ist halt, will man realistisch sein, in Anführungszeichen, und man denkt sich, nee, ich ziehe jetzt die Freigabesumme nicht und zahle nur 30 Millionen für einen Spieler, der 500 Millionen Marktwert hat, oder bin ich eben unrealistisch und ziehe einfach die Freigabesumme, weil das Spiel einfach so komplett verblödet ist. Wir kommen zum nächsten Punkt, und das bezieht sich auf die Namen der Jugendspieler. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da überhaupt zu einem Problem entstehen kann. Beispiel, wir haben die Regents. Die Regents haben jedes Mal einen richtig kuriosen, verrückten Namen. Du wirst niemals irgendwie zwei Regents finden, die den exakt gleichen Namen haben. Auf der anderen Seite, wie oft, ihr könnt hier mal an der Stelle in die Kommentare schreiben, welche Namen es sind. Ich habe sie nicht alle im Kopf. Beispielsweise in meiner Manchester United-Karriere haben wir einen Scout in England. Da ist es immer der Name Cook. Es ist so gut wie immer der Name Cook bei jedem Jugendspieler. Wieso ist das bitte so? Was ist denn daran so schwer, kreative Namen sich rauszusuchen? Gibt es nur 3 Namen in England oder was? Oder auch jeder Mensch, der irgendwie Bezug zu Südamerika oder Spanien hat, heißt einfach mit Nachnamen Escobar.
Was zum Teufel? Habt ihr keine anderen Namen oder müssen es immer wieder dieselben Namen sein? Das ist wirklich unfassbar, dass aber auf der anderen Seite Regens immer wieder kreative, unfassbare Namen haben, die teilweise 5-6 Zeilen lang gehen, aber dann bei den Jugendspielern so getan wird, als würde in dem jeweiligen Land, wo du gerade scoutest, einfach nur 5 Vornamen und vielleicht 3 Nachnamen existieren und aus denen setzen sich halt dann vielleicht 4 verschiedene Namen zusammen. Die letzten beiden Punkte stehen bevor und tatsächlich kommen wir jetzt mal zu 2 Dingen, die mit dem FIFA 20 Karrieremodus dazugekommen sind, und als erstes beschäftigen wir uns mal mit den Pressekonferenzen. Beziehungsweise es sind nicht mal die Pressekonferenzen, es sind auch die Spielergespräche, die ja auch ebenfalls als neues Feature in FIFA 20 dazugekommen sind. Bei der Pressekonferenz sind, finde ich, wirklich viele Dinge störend. An sich wirklich ein cooles Feature, auch zusammenhängt mit dem Royal-System, sehr, sehr gute Idee, aber in der Umsetzung mal wieder komplett gescheitert, denn es passiert so dermaßen oft, dass die Fragen, die gestellt wurden, teilweise so dermaßen sinnlos sind, dass du gar nicht weißt, was du darauf antworten sollst. Manchmal ist es aber auch andersrum, sodass die Antworten gar keinen Sinn ergeben und du denkst dir, was soll ich denn nehmen? Not oder Elend? Manchmal kommen auch solche Momente, dass tatsächlich 2-mal in Folge die gleiche Frage gestellt wird, vor allen Dingen bei Spielertransfers fällt mir das auf, dass wirklich immer, wenn du neue Spieler verpflichtest, dass die ersten 2 von 3 Fragen in der Pressekonferenz sind, ob der Spieler spielen wird oder nicht. Ob das jetzt ein Talent ist, ob das der beste Spieler der Welt ist, diese Frage wird immer und immer und immer und immer wieder gestellt, und wenn du 2 Spieler geholt hast, dann eben bei 2 auf einmal. Andersrum aber die Spielergespräche, denn da passiert es auch so dermaßen oft, auch an der Stelle eigentlich ein cooles Feature, was beispielsweise im Fußballmanager viel, viel besser umgesetzt ist, aber im Karrieremodus so mit kleinerer Version eigentlich auch cool wäre, wenn es denn auch wirklich funktionieren würde. Denn meistens sehen die Spielergespräche genau so aus. Was will Wan-Bissaka jetzt? Also, ich weiß nicht, was er von mir will. Er spielt immer. Wan-Bissaka spielt immer. Es kommt also immer wieder zu sinnlosen Aussagen von den Spielern. Spieler, die eigentlich Stammspieler sind, beschweren sich, dass sie zu wenige Einsätze haben. Spieler wollen für Spieler spielen, die gar nicht auf ihrer Position spielen. Und noch viel mehr, wie oft kommt es vor, dass sich ein Spieler beschwert, der vielleicht sogar vor kurzem gespielt hat, der ein Spiel vorher gemacht hat, beschwert sich trotzdem, dass er nicht spielt. Wieso? Warum? Ich muss los. Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt, zu einer Sache, die ich persönlich selber noch gar nicht erlebt habe im FIFA 20 Karrieremodus, die aber scheinbar als Bug neu dazugekommen ist, nämlich, dass die Champions League bzw. der komplette internationale Wettbewerb einfach mal auch komplett aus dem ganzen FIFA-Universum verschwindet. An der Stelle blende ich euch einfach mal ein Video von einem guten Kollegen, nämlich von FIFA Tour, ein, dem das Ganze in einer Sprint to Glory passiert ist, und wenn das passiert, dann sieht das so aus. Auf Champions League drücke, dann bricht exzellenterweise das ganze Spiel wieder ab. Richtig gut gemacht. Die ersten 3 Spiele haben wir übrigens überragend gespielt. Ihr wisst, wir sind letztes Jahr 2. geworden. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Allerdings ist da denn auch ein kleines Problem. Schaut euch unsere Niederlagen an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber im letzten Jahr haben wir insgesamt 152 Spiele gemacht. 23 Siege, 7 Unentschieden und 122 Niederlagen. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn der Moment erreicht ist, an dem tatsächlich die Champions League bzw. der internationale Wettbewerb einfach aus dem Karrieremodus verschwindet, weil er los muss, da muss ich auch los, und in dem Sinne verabschiede ich mich an der Stelle vom heutigen Video, die 9 dümmsten Dinge im FIFA 20 Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr noch weitere Punkte, dann schreibt sie mir sehr gerne unten in die Kommentare. Like natürlich gerne Vorschläge hoch, falls euch ebenfalls genau die Sache, die ein Kommentar geschrieben hat, in eurer Karriere passiert ist. Liked auf jeden Fall gerne, wie gesagt, Kommentare hoch, damit ich vielleicht noch einen 2. Teil machen kann. Ansonsten abonnieren und Glocke hatte ich mir nicht vergessen, sowie einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. An der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Hashtag FixCareerMode und bis dahin.